Mitglied des Europäischen Parlaments von der Partei Bündnis 90 Grüne. А зараз для першої промови я хочу запросити до нас Уту Енгельгард, членкиню міської ради Гановера від партії Зелених, а також голову міської ради як заступницю Віоли фон Крамон, яка, на жаль, сьогодні не змогла бути присутньою тут на демонстрації, і яка є депутаткою Європейського парламенту, також від партії Зелених. Herzlich willkommen. Ласкаво просимо. Liebe Ukrainerinnen, liebe Ukrainer, liebe Gäste, den Tag der Unabhängigkeit am 24. August gratuliere ich sehr, sehr herzlich und freue mich auch sehr über die Einladung, dass ich Viola von Kaumon, die grüne Europaabgeordnete, heute vertreten darf. Ich spreche heute jetzt für den Rat der Stadt Hannover mit allen demokratischen Parteien und Fraktionen. Wir haben seit anderthalb Jahren einen eindeutigen Beschluss gefasst. Wir stehen auf eurer Seite und das ist nicht weniger geworden. Але День Незалежності стосується і тут вас, і нас в Гановері, і від імені всієї ради міста Гановера. Я хочу сказати вам, що ми вирішили бути і надалі підтримувати Україну. Eines ist uns immer klar gewesen und es ist dringlicher wie eh und je. Die Ukraine ist nicht nur geografisch, sondern auch kulturell der größte europäische Staat. Der Staat und vor allem seine Menschen haben sich schon sehr früh auf den Weg gemacht, um Europa zu zeigen, wohin sie gehören. Україна є не лише географічно найбільшою країною Європи, але й культурно. І на цей демократичний шлях наша країна стала вже досить давно. Dass die Zeit der Moskauer Fremdbestimmung vorbei ist. Vorbei. Es gibt vermutlich nur wenige Länder, die sich ihre Unabhängigkeit so hart haben erkämpfen müssen.